wieder ein Tiefschlag von Oster. Bis zu dem Kampf. Die Wut, der Ärger, das Herausforderer ist. Der Gong ist schon längst gekommen. Und sie schlagen sich immer noch weiter. Als er in die Luft schlägt, nimmt noch eine rechte. Akim, sein Bruder, das Handtuch über der Schulter, steht in der Ecke, feuert ihn an, schreit ihn an. Steht aber normalerweise, sollen die Ringrichter das nicht machen. Und er wehrt sich wieder und trifft Brewster. Gewinn der Weltmeisterschaft. Es ist alles möglich. Er liegt knapp vorne, auch wenn er jetzt eine Dramatik. Was für eine Sensation. Er hatte doch den Kampf im Griff. Er hatte vielleicht sogar den Titel schon in der Tasche. Und der Bruder hat schon das Handtuch in der Hand. Und da kommt Loan Krasnici doch noch einmal zurück. Obwohl es schon so aussah, als wäre noch. Aber er ist noch nicht richtig. Zwei Drittel des Kampfes nach dieser Runde herum. Aber da nimmt er eine schwere Linke. Und ihre Treffer nehmen. Drei, vier Stück und wird. Da überlebt es Quatsch überstehen. Pertandingan tinju kelas berat lawan Brewster. Dalam mempertahankan gelar kelas berat WBO miliknya menghadapi Loan Krasnici, yaitu seorang petinju kelas berat asal Jerman yang menjadi penantang wajib pada saat itu, yaitu pada tanggal 28 September tahun 2005 di kota Hamburg di negara Jerman. Di mana pada saat pertarungan ini digelar adalah bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-100 Max Schmeling, yaitu seorang legenda kelas berat asal Jerman yang menjadi juara dunia kelas berat antara tahun 1930 dan tahun 1932. Namun pada pertandingan ini kita akan melihat beberapa hal buruk yang terjadi. Seperti di akhir ronde pertama pada pertandingan ini, walaupun bel akhir ronde pertama sudah dibunyikan, tetapi wasit pertandingan masih membiarkan Loan Krasnici melepaskan pukulannya ke arah Lamon Brewster. Das Herausforderer ist, der Gong ist schon längst gekommen und sie schlagen sich immer noch weiter. Die Runde ist längst zu Ende. Dan di akhir ronde ke-8, wasit dengan jelas-jelas memberikan hitungan panjang 14 hingga 17 detik kepada Loan Krasnici. Ketika petinju asal Jerman itu mendapat knockdown di akhir ronde ke-8 pertandingan ini. Namun di ronde ke-9 pertandingan ini setelah Loan Krasnici mendapat knockdown untuk yang kedua kalinya, Loan Krasnici akhirnya pergi ke pojok ringnya dan menolak untuk melanjutkan pertarungan ini. Hingga wasit akhirnya memberikan kemenangan TKO kepada Lamon Brewster, yaitu di ronde ke-9 per pertandingan ini. Jetzt an sich zu reißen, zu diktieren und trifft 20 seiner 28 K.O.s in den ersten drei Runden erzielt und kassiert hier zwei schwere Rechte von Loan Krasnici und noch eine dritte als Haken und wieder kommt der Gong dazu. War ja bis zu dem Kampf gegen wieder ein Tiefschlag von Brewster, bis zu dem Kampf gegen Wladimir Klitschko nur irgendein Schwergewicht war und jetzt trifft der Loan Krasnici noch einmal. Sehr ja, tief unten, aber doch der Gürtellinie gerade noch so nicht so tief wie Loan Krasnici, das hier sich harmoniert und dann ist er leider sehr unkonzentriert. Geformt hat zu Weltmeistern, der seinen dritten Weltmeister durchaus hier möglicherweise feiern könnte, aber der gerät jetzt der Herausforderer in den Schlaghagel von Brewster und er zahlt es ihm heim, der letzte Treffer allerdings auf die Decke. Da an seinem Kopf explodierte, eine oder andere Linke annehmen und trifft jetzt mit einer Wunder schon mit zu viel Schwung auf den Weg in die Ringseite, die rechte Cross. Der Gewichtskampf sicherlich nicht auf dem höchsten technischen Niveau. Da gab es ja zuletzt so vereinzelte Diskussionen. Gute Linke von Brewster, Asamoah zum Beispiel und Kurani. Schöne Linke von. Also eine sehr gute Einschätzung, der das Ganze hier gut beschreibt. Schön, schön vorbereitet. So zu Ende bringt, den Vorsprung etwas ausbauen kann.
Beispiele für gute Schläge, gute Treffer. Die linke vorbereitet und dann diese rechte über die. Also das wäre wahrhaftig eine Sensation. Da ist dieser Begriff angebracht. Zwei Drittel des Kampfes nach dieser Runde herum, aber da nimmt eine schwere Linke. Und Brewster gibt das noch einmal ein bisschen Luft und Mumm und er setzt sofort nach. Und in diese Situation darf Luan Krasniqi nicht kommen. Dann sieht er aus wie Wladimir Klitschko damals. Muss jetzt auch schwere Treffer nehmen. Drei, vier Stück und wehrt sich. Ganz kritisch. Zwei gegen Zaleta die Aufgabe und heute vielleicht der Gewinn der Weltmeisterschaft. Es ist alles möglich. Er liegt knapp vorne, auch wenn er jetzt wieder einstecken muss in den letzten 10 Sekunden und K.O. geht. Und das war ein unglaublich schwerer Treffer mit der Linken von Lehman Brewster. Und das Schlimmste, dass Krasniqi dann noch mit dem Hinterkopf aufschlägt auf dem Ringboden. Und das ist das Allerschlimmste. Und das war's. Oder? Er hat er bis 10 gezählt. Der Kampf ist wieder freigegeben und hat. Boah. Krasniqi. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also das, was Rivera da gemacht hat, kann ich nicht verstehen. Er hat bis 10 gezählt, hatte 10 Finger oben. Das wäre aus. Oh, war das eine Linke. Schrecklich, schrecklich. Und das Hirn durcheinander am Ende der 8. Er zittert, er wackelt. Hoffentlich überlebt. Ja, überlebt es Quatsch, übersteht Luan Krasniqi Anfangsphase der 9. Runde. Was für eine Dramatik, was für eine Sensation. Er hatte doch den Kampf im Griff, er hatte vielleicht sogar den Titel schon in der Tasche. Und der Bruder hat schon das Handtuch in der Hand und da kommt Luan Krasniqi doch noch einmal zurück. Aber als wäre dieser Kampf hier zu Ende. Als er weitere schwere Hände einstecken musste, jetzt wieder. Aber er wehrt sich noch, aber er ist noch nicht richtig wieder klar. Angeschlagene Boxer sind die gefährlichsten, weil sie im Unterbewusstsein boxen. Und ich glaube, dass Luan Krasniqi im Moment nur im Unterbewusstsein boxt. Aber er wehrt sich. Was hat er für eine Kondition? In welcher Verfassung ist es? Und dieser rechte Schlag, der reißt ihn fast selbst um, als er in die Luft schlägt, nimmt noch eine rechte. Akim, sein Bruder, das Handtuch über der Schulter, steht in der Ecke, feuert ihn an, schreit ihn an. Versucht. Perfekt da entsteht, aber normalerweise sollen die Ringrichter das nicht machen. Und er wehrt sich wieder und trifft Brewster. Also manchmal habe ich das Gefühl, da sind zwei stehend K.O. und trotzdem für Treffer weggesteckt. Sensationell! Eine Rechte, das ist es! Also, wenn er sich von dieser Rechten nochmal erholt, Luan Krasniqi, dann ist er ein ganz großer. Er war hinter den Seilen. Das könnte ihn seine Gesundheit kosten, wenn es hier noch weitergeht. Und das war's! Aus er aussieht, wie fertig er ist. Auf dem Ringboden. Und Max Schmeling, aber kann man sagen, und das war mehr als nur eine gute. Gegen Ruiz